Aber die intakteste Welt ist die Kunstwelt. Nichts ist besser und nichts ist für mich interessanter als Bilder und Skulpturen, aber erst Bilder. Ich versuche Ihnen gegenüber oder Fragenden gegenüber zu erklären, was ich da treibe. Und mit der Umkehrung, das ist ja eindeutig, das ist ja ganz klar, was ich da getrieben habe. Aber jetzt male ich jetzt schon über 20 Jahre am Boden, krauchend, kriechend, darum balancieren, wie auch immer. Meistens sind die Formate ja auch sehr groß. Und da ist diese Umkehrung ja nur noch eine Absicht danach, indem es an der Wand hängt. Da unten findet ja keine Umkehrung statt, sondern da findet Arbeit an Details statt. Und mal von der Seite, mal von jener, wie auch immer. Und meistens mit einem Foto in der Hand. Und auch das Foto muss ja nicht umgekehrt in der Hand sein. Das ist eigentlich unerheblich geworden. Nur die Aktion oder die Behauptung, die bleibt. Wenn Sie in einer anderen Disziplin als Wissenschaftler arbeiten, dann addieren Sie Stück für Stück, addieren Sie etwas zusammen, was Sie entdeckt haben oder woran Sie forschen, bis Sie zu dem Ergebnis kommen. Und auch wenn Sie das Ergebnis haben, gibt es andere, die an ähnlichen oder weitergehenden Ergebnissen in derselben Richtung arbeiten. Diese ganze Aktion, diese ganze Denkaktion, diese Arbeitsaktion gibt es in der Kunst nicht, überhaupt nicht. Es gibt keinen Stafettenlauf. Also Sie können nicht von jemandem den Knüppel nehmen und dann weiter ran und dann der nächste und so weiter. Weil es gibt keinen Fortschritt, es gibt keinen sinnhaften Fortschritt. Und was machen wir denn dann? Wir arbeiten an Erfindung, die funktionieren geistig über die Optik. Bei Bildern zumindest. Also Sie sehen etwas und wenn Sie durch die Straße gehen, haben Sie wenig Überraschungen, weil das sehen Sie ständig. Sie müssen schon in andere Länder, dann vielleicht über. Aber bei Bildern ist es offenkundig so, da sehen Sie, egal welche Größe das hat und was da ist, sehen Sie plötzlich etwas. Verdammt, was ist das? Und selbst wenn da nur ein Akt drauf ist oder ein Porträt. Also es gibt diese Zeitversetzung. Es gibt diese, was ich sehr liebe, also Sie sind sofort 100 Jahre zurück, 300 Jahre zurück, 500 Jahre zurück, in einer völlig anderen Zeit. Und Sie sind auch wirklich in dieser Zeit, weil Sie haben dieses merkwürdige Ding da vor sich. Und das, was zum Beispiel beim Fernsehen nie passieren kann, passiert bei solcher Leinwand. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Bei der Skulptur ist es noch viel direkter, weil in der Skulptur gibt es ja wenig Abweichungen. Alle Skulpturen zusammengenommen über 5000 Jahre haben ganz wenig Differenzen untereinander. Selbst die primitive, in Anführungsstrichen, afrikanische Kunst ist eine ganz ursprüngliche, aber Hochkultur-Skulptur. Und diese ganzen Variationen in der Größe, im Volumen, in der Oberfläche kommen unentwegt vor. Rodin war ein hochmoderner Bildhauer, aber der ist nicht anders als Michelangelo und Michelangelo ist nicht anders als die Griechen und so weiter. Und trotzdem, ich habe im letzten Jahr Skulpturen gemacht, wo ich mich beim Machen und schon vorher versichert habe, kommt das irgendwo vor? Und es kommt nicht vor. Ich sage, das kann nicht sein, das muss vor. Nein, es kommt absolut nicht vor. Und deshalb habe ich diese ganzen Skulpturen gemacht, diese 5, 6 riesigen Apparate da, weil sie nicht vorkommen. Dieses Steuerbare, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Also nicht das Eruptive, nicht das Unbewusste, sondern wirklich auch nicht das Visionäre, sondern das Steuerbare ist das, was mich interessiert. Ich will das steuern, ich will es in der Hand, ich will die Maße zuteilen, ich will das abwägen, ich will das vermessen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich will es nicht gehen lassen.